aber ich kann auch anders. Was willst du damit sagen? Du musst mir helfen. Das ist schön. Wie viel brauchst du denn? Es handelt sich nicht um Geld, sondern es handelt sich darum, dass das Lebensglück deines Kindes auf dem Spiel steht. Aber was geht denn das dich an? Jetzt mischst du dich auch noch rein? Der Bierbrauer kommt gar nicht in Frage. Aber der ist doch gar kein Bierbrauer. Was denn, was denn, was denn, was denn? Sag mal, von wem sprichst du denn eigentlich? Von unserer Emmy natürlich. Ach du lieber Gott, die habe ich ja auch noch. Liebling. Na, was willst du denn schon wieder? Du siehst doch, dass ich dringend geschäftlich zu tun habe. Ja, ich bring dir deine Schlüssel. Sie wollen doch nicht behaupten, dass Ihnen meine Unterhosen im Schritt zu eng sind. Das müssen Sie mir erst mal vormachen. Worum handelt es sich denn eigentlich? Du bringst mich an die größte Verlegenheit vor meiner Frau. Es handelt sich um unsere Emmy. Na, das weiß ich ja. Aber was ich damit zu tun habe, möchte ich bloß wissen. Entschuldige, Mama. Ich konnte nicht eher kommen. Ja? Ich bin so wahnsinnig aufgeregt, du. Was ist denn geschehen? Ich muss dir sofort etwas erzählen. Mama, denk mal. Sprich leise, Papa ist nebenan mit einer Kundin. Mama, ich war doch heute Morgen bei Ebert im Büro. Ja. Was meinst du, was ich bei ihm auf dem Tisch habe liegen sehen? Nun? Eine Alimentationsklage. Du, das ist unerhört. Das ist... Ach Gott, ich kann es ja gar nicht glauben. Du hast ja nicht richtig gelesen. Ja, Mamachen. Hildegard Bornemann heißt sie. Nein. Und der Ebert hat auch ganz bestimmt ein schlechtes Gewissen. Ich wollte nämlich, dass wir heute Abend zusammen sind. Da kommt er mir mit Ausreden. Er muss aufs Bockbierfest gehen mit seinen Brauern. Ist doch alles Schwindel mit den Brauern. Mit einem Mädchen wird er sich dort verabredet haben. Die Männer müssten ausgerottet werden. Das ist ja ein ganz überraffinierter. Dein Bräutigam sagt sogar noch, wohin er geht. Na sowas. Und denk dir, wegen dieses Mannes hätte ich mich beinahe mit Papa verkracht. Sei ganz still. Um Gottes Willen, lass nichts Papa davon hören. Ich werde der Sache schon auf den Grund geben. Nein, hat man Vertrauen. Nein, Mama. Wir werden heute Abend auf das Bockbierfest gehen. Nein. Aber Mama... Aber ich kann doch nicht aufs... Wie soll ich mich denn losmachen? Aber Mama... Nein, ich kann nicht aufs Bockbierfest. Aber Mama... Nein, kommt gar nicht in Frage. Livius, es sind doch nur ein paar Stunden und kein Mensch kennt dich doch hier. Ich meine, so viel Gefühl müsstest du doch wahrhaftig für unser Kind noch aufbringen können. Ich mache die Maskerade nicht mit. Kapitän soll ich spielen. Mein Lebtag war ich noch nicht am Wasser. Ich verstehe überhaupt gar nichts vom Wasser. Ich werde seekrank, wenn ich bloß vom Wasser höre. Also ich besorge dir die Uniform und du kommst in meine Wohnung und ziehst sie dort an. Weiter hast du doch gar keine Umstände. Sieh mal, das Kind kann eine so glänzende Partie machen. Und du willst ja jetzt verderben. Kommt gar nicht in Frage. Wenn du keine Rücksicht kennst, kenn ich auch keine. Die Frauen müssen alle ausgerottet werden. Also was ist? Bist du damit einverstanden oder nicht? Also schön gut, ja, in Gottes Namen. Aber nun geh schon. Ich bitte dich, also geh. Ich danke dir, geh doch schon. Einen Augenblick. Ja, ich muss dir erst Maß nehmen. Was musst du? Maß nehmen für die Uniform. Maß nehmen? Ja. Wozu musst du denn Maß nehmen? So. Ach du lieber Gott. Ach nun, mach doch schon. Mach doch schon. Brust 112. 112. Also nun mach Schluss, meine Frau muss jeden Moment kommen. Psst. So. Na, was machst du denn noch? Bauch. Bauch. Ja. Bauch. Bauch. Ja. Bauch. 125, allmächtiger Gott. Na, mach dich doch über meinen Bauch lustig, ja? Bei mir hättest du den Bauch nicht gekriegt. Geh doch schon, geh doch schon. Einen Augenblick. Für die höchste Zeit. Stell ich erst mal darauf. Was hier soll ich auch? Warum ja, denn? Ich kann mich nicht bücken. Kannst dich nicht bücken? Ach du lieber Gott. So. Na, du machst doch schon. Na, was habe ich gesagt, Frau Lehmann? Meine Länge hat immer gestimmt. 69. Das ist Papas älteste und beste Kundin. Meine Herren, unser verehrter Präsident, Herr Heinze, hat mich gebeten,
weil er nicht ganz wohl ist, die heutige Nachmittagssitzung für ihn zu eröffnen und zu leiten. Wir kommen zu dem am Vormittag gestellten Antrag, eine Kommission zu ernennen, die heute Abend das Bockbierfest stutzenhalber, meine Herren, ich betone ausdrücklich nochmals, das Bockbierfest stutzenhalber besuchen soll. Ja. Meine Herren, ich komme jetzt zum sogenannten Gernpunkt meiner Rede. Eine der ansteckendsten Krankheiten, meine Herren, ist der Suff. Ja. Wodurch werden denn nun Krankheiten am meisten verbreitet? Ne? Nicht durch Massenversammlungen. Ja, durch Massenversammlungen, wie zum Beispiel auf dem ach so berichtigten Bockbierfeste. Das Bockbier, solcher geradezu zum Alkoholismen. Zum Alkoholismus verführen, meine Herren. Und ich bitte Sie, ich dringe ein in Sie, meine lieben Herren. Wer mit mir für diesen Antrag ist, meine Herren, der hebe mit mir seine Hand hoch. Danke Ihnen, meine Herren. Danke Ihnen. Du sollst mir dankbar sein. Du sollst mir dankbar sein, dass ich deinen Vater überhaupt rumgekriegt habe. Wahrhaftig, um Gottes, war keine Kleinigkeit. Ach, es hat geläutet. Geh mal rauf. Ich denke gar nicht daran. Sonst glaubt am Ende gar ich falle um den Hals. Doch nicht so fremd. Das ist doch deine eigene Tochter. Freut mich sehr, sie kennenzulernen. Das Vergnügen hätten sie sich früher verschaffen können. So denn ich. Ich bin doch ganz pünktlich. Ihre Uhr geht um ein paar Jahre nach. Das ist eigentlich der Ton, in dem eine Tochter mit ihrem Vater spricht. Sie müssen doch schließlich bedenken, ich mache nur Ihnen zuliebe heute die Maskerade mit. Nur weil Ihre Mutter mir gesagt hat, es geht um Ihr Lebensglück. Das will doch was heißen, dass ich mitmache. Bitte? Wenn Sie nicht wollen, ich bin gar nicht so entzückt von der Idee. Das ist ja alles in schönster Ordnung. Da kann ich ja gehen. Na, jetzt wird mir die Sache aber zu dumm. Das war doch alles abgemacht und damit basta. Vor allem setz dich einmal erst dahin. So. Und jetzt sag doch du zueinander, ihr seid doch verwandt. Mein Vater war aber bis jetzt ein sehr entfernter Verwandter von mir. Ach, nein. Ihr seid zwei Dickköpfe. Nein, wie ihr einander ähnlich seid. Ach, der Kapitän der Menschen. Du, um Gottes Willen, dass du mir nicht aus der Rolle fällst. Und vor allem, vergiss nicht, du hast den Rekord gebrochen. Was habe ich gebrochen? Den Rekord. Was denn für ein Rekord? Du weißt doch. Der Dampfer München hat doch den Rekord gebrochen. Weißt du denn das nicht? Ich meine, bist du denn noch nie in deinem Leben mit einem Dampfer gefahren? Ich habe die See überhaupt noch nie gesehen. Ach, um Gottes Willen.
Jetzt fehlt uns nur noch, dass der Seidel außer vom Bier auch noch was vom Wasser versteht. Wie heißt der Mann? Seidel. Seidel? Mhm. Was ist das denn? Hopfenhändler. Ein Hopfenhändler, mein Schwiegersohn? Kommt gar nicht in Frage. Na hören Sie, da haben Sie doch wirklich nichts dran zu reden. Du, deine Tochter könnte von meiner Frau sein, nicht von mir. Das ist gar kein Kapitän. Nein, das ist kein Kapitän. Ja, und eben deswegen bin ich darauf hinausgewiesen, der Vater von dem Mann, der Mühe um einfach hierher kommen. Ja, was sonst was? Jetzt bin ich nochmal gespannt, was die für Gestellte uns nicht bringen. Wissen Sie, Herr Seidel, eigentlich tun Sie mir so recht leid, dass Sie so aufschießen, denn Sie waren doch ganz Feuer und Flamme gerissen. Ja, ja, Herr Raumer, den Magel, dem lasse ich ja nichts sehen. Nein. Sehen Sie, die Familie, die geht mir ja einen Dreck an, als Mann. Aber, hey, Herr Raumer, ich lasse mir keinen Bären aufbinden. Und von euch preisen schon gar nicht. Nein, pardon, Herr Raumer, keine Regel ohne Ausnahme. Keine Ausnahme ohne Regel. Ja, ja, preis. Ja. Sakramento, ich da leg sie nieder. Jetzt haben sie mir doch einen Kapitän an Schleck gebracht. Donnerwetter, den Mann kenn ich doch und die Frau auch, die habe ich doch schon irgendwo gesehen. Oh. Aber natürlich, im Hotel habe ich sie gesehen am Telefon. Ja, allerdings, da hat er zivil angehabt. Jetzt kenne ich mich schon gar nicht mehr aus. Zusammen. Gebe ich den Säbel an der Garderobe ab oder nehme ich ihn mit? Nein, du nimmst ihn mit. Das macht dich besser. Das ist aber komisch. Ja, ja. Seit wann trägt denn ein Leutkapitän einen Säbel? Geh heran, lassen Sie ihn nichts anmerken. Ach, sehr freut, Frau Kapitän. Danke, sehr freut. Das ist mir eine große Ehre, dass ich der Herr Gemahl freigemacht habe. Für Gott, von den Himmel. Das ist der Kapitän Seidel. Hoffen in der Seidel. Thank you.
Mensch, hier kann man ein alter Mann werden, bis man hier was zu trinken kriegt. Du merkst es denn nicht? Diese durchtriebene Person, die will uns bloß zum Alkohol zwingen. Ich meine, doch Wissenschaft halber müsste man das Gift ja mal an sich selbst ausprobieren. Papi, Willi, hat die Kronen und die Mamade ganz ich an die Strichern. Das ist höher Gewalt. Ich kenne, da muss man sich empfehlen. Wie viele Knoten fahren Sie eigentlich? Ach Gott, mal mehr Knoten, mal weniger Knoten. Ja, wie sie ihm kommt. Ja. Sag mal, Herr Kapitän, wie viele Tonnen hat denn Ihre München? Ha? Ja. Ach Gott, mal Tonnen, mal Fässer. Ja. Aber meine Herren, ja. Mein Mann ist das ganze Jahr auf dem Meer. Und ist er wirklich mal an Land? Sie merken doch, dass er nicht passt. Ja, das ist ja ganz schön. Wenn er so lange Kapitän ist, wie ich immer, so immer dieselben Fragen beantworten. Ja, ja. Das kann man doch. Das verstehen wir auch. Wir wollen auch nicht mehr vom Wasser reden. Wir wollen schießen gehen. Ja, ja, gehen wir schießen. Aber lass uns doch mal, Edi, denn du stolz auf mir, Papa sein. Du bist doch von der München, ein guter Schütze. Na nee, ausgezeichneter Schießer. Na wundervoll, da werden Sie auf eine Pfeife nach der anderen herunterschießen. Ich schieße alle Pfeifen herunter. Mir können Sie machen, was Sie wollen. Na ja, los, da wollen wir. Wir schießen. Jawohl. Nur ganz klar, Kapitän. Ja. Wir bringen den Herrn Kapitän wieder sicher an Land. Ja, komm her. Mutter, ich gehe nach Haus. Die haben doch schon längst alles bemerkt. Aber keine Idee, was du dir einredest. Nichts haben sie bemerkt. Nicht wahr? So ein Glück, das ist weggegangen und ich muss jetzt auf die Bühne. Mutter, ich gehe mit dir. Das kannst du doch nicht. Das ist doch unmöglich. Das ist doch verboten. Du sei doch nicht so dumm und bleib hier sitzen. Keine Büchse für den Herrn Kapitän. Also, jetzt fahren wir zuerst mal da hier. Heckelsager nimmt nur hier. Auf die Drömmlerin da schießt, ne? Komm her. Wie will ihm das Wort? Von Gary, Frau.
Geben Sie den Preis für den Herrn Kapitän. Also, was kostet es? Was kostet es? Eine Mark. Eine Mark. Bitte. So ein bisschen. So, jetzt geben wir wieder Schluss. Da können Sie sehen, meine Herren, was für eine verheerende Wirkung der Alkohol auf Menschen hat. Da drüben, da steht der Kapitän. Und ich denke, egal, sie ist unser Präsident. Gell, du bist ja total blau. Manches Kind, du bist ja besoffen. Ich bin so höflich, meine Herren, um ihn zu widersprechen. Ruhe! Mensch, bist du eine Lady hier? Kannst du nicht so annehmen, was Schnauze. Hier herrscht ein rauer, aber herzlicher Ton. Sehr verehrtes Publikum, ich beehre mich Ihnen, die größte Attraktion Europas vorzuführen. Das Erscheinen und Verschwinden der Venus. Die junge Miss Venus. Eine Dame aus der ersten, besten Gesellschaft darf aus familiären Gründen ihr schönes Antlitz nicht den Augen des Publikums preisgeben. Miss Venus tritt daher mit einer Halbmaske auf. Was ist denn los? Das heißt Gott sei Dank. Schade. Hochverehrtes Publikum, Sie sehen hier dieses Bassin. Mit Wasser bis an den Rand gefüllt. Damit Sie nicht etwa glauben, Miss Venus. Arbeite mit einem Trick. Bitte ich einen oder mehrere Sachverständige aus dem Publikum, sich auf die Bühne zu bemühen, um zu untersuchen, ob die Venus auch auf das Wasser auch wirklich echt ist. Die Wasser, da bin ich Sachverständiger. Uns einen großen Gefallen tun, Herr Kapitän, und uns zu großem Dank verpflichten, wenn Sie als erster Sachverständiger auf diesem Gebiete uns beweisen würden, dass alles auf natürlichem Wege zugeht. Nichts präpariert, kein doppelter Boden. Aber Papa, bleib doch. Aber lass uns doch, lass doch, Frau Nehme, das ist der große Ehre für den Herrn Kapitän. Aber lassen Sie doch Ihren Vater. Das Wasser ruft Sie. Ja, natürlich. Ja. Herr Kapitän.
natürlich sein, Miss Venus. Bitte schön. Kapitän, wollen Sie sich bitte die Treppe zum Bassin rauf bemühen? Ja, Kommt gar nicht in Frage.